Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Zuordnung zur Grundversorgung oder Ersatzversorgung durch den Netzbetreiber. Ich habe nämlich eine Frage bei unseren Kommentaren mal gefunden. Moment, so. Ich lese und höre immer, dass man automatisch dem Grundversorger zugeteilt wird, wenn man in der neuen Wohnung den Strom anschaltet und dass man sich deshalb um nichts weiter kümmern muss. Aber so einfach kann es ja wohl nicht sein. Ich meine, man muss sich doch sicherlich trotzdem bei denen melden und wenigstens seinen Namen mitteilen, oder die müssen schließlich wissen, an wen sie dann ihre Rechnungen adressieren. Absolut gute Frage, wirklich gute Frage, denn man hört das ja tatsächlich immer wieder, ja? Einfach nur einen Lichtschalter anmachen und schon bist du beim Grundversorger. Und das ist prinzipiell genauso. In dem Moment, in welchem wir uns nicht innerhalb einer gewissen Frist um einen eigenen Stromtarif, Gastarif kümmern, wir aber irgendwo Strom oder Gas versorgen in unserer Wohnung, landen wir in der Grundversorgung. Denn man ist immer in einer Versorgung. Es muss immer ein Versorger in der Netznutzung sein, wenn wir was verbrauchen. Oder es muss immer ein Versorger in der Netznutzung sein, egal wer da gerade als Kunde dahinter liegt ist. Das heißt, es könnte zum Beispiel das Szenario sein, es gab einen Vormieter, der zieht am 30. April aus, dann endet die Netznutzung dessen Versorger, ne, das könnte ein Ökostromversorger meinetwegen gewesen sein, und wir ziehen zum 1. Mai ein, am Tag darauf. Dann würden wir zum 1. Mai mit unserem Versorger dorthin umziehen oder wir kümmern uns um nichts und dann landen wir in der Grundversorgung. So, ne, das wäre also alter Mieter und direkter Übergang zu dem neuen Mieter. Andere Variante. Es gab einen Leerstand und dann ist der Eigentümer zwischendurch praktisch zugeordnet oder die Hausverwaltung oder wer auch immer und dann gibt es den neuen. In beiden Szenarien wird ja bekannt durch den Auszug oder durch die Beendigung des Leerstandes, dass hier eine vorige Netznutzung, eine vorige Versorgung, na, auch ein Leerstand wird versorgt, beendet wird. Und in diesem Moment wird der Netzbetreiber aufmerksam und sagt: Hey, hier ist der vorige Zeitraum beendet. Jetzt muss ja eine neue Versorgung, eine neue Netznutzung beginnen. Und genau das ist jetzt der Punkt, an dem wir mit der Zuordnung zur Grundversorgung durch den Netzbetreiber losgehen würden. So, und dafür gehen wir jetzt auf edi-energy.de. Das ist die Sammlung der Nachrichtentypen, der Nachrichtenformate, die hin und her geschickt werden zwischen Versorgern, Netzbetreibern und so weiter im Hintergrund, um eben Prozesse abzuwickeln. Und hier finden wir ganz unten, wenn wir runterscrollen, auch die UTLMD. Da dann immer schauen, ja, es gibt das MIG, Message Implementation Guide, das ist ein technisches Implementierungshandbuch, und das AHB, Anwendungshandbuch, das ist auch ein technischer Hinweis, was in so eine Nachricht reingeschrieben werden muss. Und da suchen wir uns GBKE aus, das sind eben unsere Prozesse zur Kundenbelieferung in der Elektrizität oder GD Gas für Gas, und gehen dann hier auf diesen Download-Button. So, dann öffnet sich hier eine PDF. Wenn wir hier in das Inhaltsverzeichnis dann gehen, Moment, ich mache mich jetzt wahrscheinlich mal kleiner in die Ecke, genau, dann findet ihr hier Anwendungsübersicht, Anmeldung zur Grundersatzversorgung von Netzbetreiber. Seite 63 bis Seite 97, also hier ist einiges drin. Und das ist praktisch die Beschreibung, was in einer Nachricht stehen muss, wenn der Netzbetreiber nun sagt, okay, vorige Netznutzung oder voriger Leerstand ist beendet worden, jetzt muss hier ein neuer da sein, lieber Grundversorger, kümmere dich darum, jetzt herauszufinden, wer hier der Kunde ist. Und tatsächlich ist es also so, wenn wir hier gleich reinschauen, der Netzbetreiber sagt dann, hey, hier muss irgendwas sein, weil Leerstand wurde als beendet gemeldet oder Auszug des Vormieters wurde gemeldet. Also muss da jetzt ja jemand Neues drin sein. Da muss jetzt irgendwas sein. Du als Grundversorger bist zugeordnet. Du bist der Grundversorger. Du bist hier drauf. Recherchiere jetzt. Also wenn wir uns nicht als Kunde selbst kümmern würden, würde der Grundversorger irgendwann mitbekommen, dass wir eingezogen sind und würde uns recherchieren über verschiedene Wege, zum Beispiel über den Hauseigentümer, also den Vermieter, oder über eine Hausverwaltung oder über die Deutsche Post zum Beispiel. Die haben dann nämlich auch relativ schnell unsere Daten. Oder über das Einwohnermeldeamt. Die kennen uns im Zweifel nämlich auch. So.
Wenn wir hier in dieser Prozessübersicht jetzt sind für diese Nachricht, dann haben wir immer Spalten. Ne? Also diese Dokumente sind ja komplex, aber ich zeige euch mal, wie ihr damit am besten arbeitet. Ne? Hier diese Spalte gibt an, welchen Prozess wir gerade besprechen. Das heißt, diese erste Spalte hier ist die Anmeldung zur Ersatz- oder Grundversorgung. IOG, Ersatz- oder Grundversorgung. Netzbetreiber an Lieferant. Genau danach haben wir also gesucht. Prüfi 11013. Ne? Also das ist die Nachricht, die wir hier dann suchen würden in unserem IT-System als Versorger, wenn wir nochmal nachschauen wollen, was hat uns der Netzbetreiber denn so geschickt. Hier in dieser Spalte, wir gucken also immer in diese erste Spalte, steht jetzt mit einem Muss X, welche Angaben drin sein müssen. So, und da können wir jetzt erstmal durchschauen, was würde hier so drin stehen. Ja, erstmal so Nachrichtenkopf, wer hat was wann an wen geschickt. Na, so Vertragsbeginn, okay, alles klar. Es geht also um den Einzug am 1. Mai meinetwegen. Und dann kommt hier der Transaktionsgrund. Die 7 und dahinter steht dann praktisch der Grund, der vom Netzbetreiber angegeben wird. Und dieser Transaktionsgrund ist jetzt die Erkenntnis des Netzbetreibers, warum wir als Grundversorger nun zugeordnet werden. Es handelt sich um eine Ersatzbelieferung, also einfach nur so eine Ersatzbelieferung, weil meinetwegen ein voriger Vertrag einfach nicht zustande gekommen ist und jetzt muss halt der Grundersatzversorger zugeordnet werden. Oder der vorige Versorger hat keinen Lieferantenrahmenvertrag mehr. Also müssen wir als Grundversorger jetzt einspringen. Jetzt gehe ich mal kurz von unten her. Ne? Wegen Erlöschen der Zuordnungsermächtigung, ähnlicher Ansatz. Der vorige Versorger darf nicht mehr versorgen. Ne? Zuordnungsermächtigung, da geht es rund um Energiemengenzuordnung, ist nicht mehr da. Also muss der Kunde jetzt zum Grundversorger, weil der vorige Versorger ist nicht mehr am Markt. Bilanzkreisschließung, ähnlicher Hintergrund. Er kann keine Energiemengen mehr zuordnen, damit ist der vorige kein Versorger mehr. Wir als Grundversorger müssen jetzt rein. Vorübergehender Anschluss, Wechsel, einfach nur so ein Wechsel praktisch. Neuanlageneinzug, ne, also erstmalige Belieferung und Umzugeinzug. Ganz normale Belieferung durch einen Einzug eines neuen Kunden. Hier ist also rausgekommen, Vormieter ist raus oder Leerstand ist beendet worden. So. Das wird dann hier also einmal angegeben. Der Versorger kann dann prinzipiell nochmal feststellen, okay, ist es jetzt wirklich ein Ersatzversorgungsfall oder ein Grundversorgungsfall? Ersatzversorgung ist ja immer auf 3 Monate befristet. Wenn jetzt der Grundversorger sowieso spontan mit dem Kunden in Kontakt gekommen ist, weil der sich vielleicht dann doch noch irgendwann mal gemeldet hat, kann ja auch direkt ausgemacht werden, alles klar, das ist jetzt eine Grundversorgung, wir sind noch in der Frist, die zuordnen zu können. Ja, also von daher, der Grundversorger kann dann immer noch ein bisschen dran rumentscheiden, aber der Netzbetreiber gibt hiermit schon mal an, um was handelt es sich. Übrigens, jetzt ist ja hier die zweite Spalte, die Bestätigung, die wir als Grundversorger zurückschicken würden an den Netzbetreiber. Hier kann dann der Grundversorger also auch sagen, nee, um was handelt es sich denn nach unserer Ansicht? Ja, und dementsprechend, selbst wenn eine Ersatzbelieferung gemeldet wurde vom Netz, könnte der Grundversorger auch durchaus sagen, alles klar, wir machen hier eine Grundversorgung draus, die also auch unbefristet laufen könnte. Na, also das ist alles prinzipiell gut möglich. Und dann kommt halt noch im Weiteren der Hinweis, um was geht es also? Was ist der weitere Inhalt der Nachricht? Weiter unten kommen dann die Kundendaten und so weiter. Hier interessant ist dann Status der Antwort. Und wir sehen ja, das ist nicht in der ersten Spalte, das ist nur in der zweiten als Bestätigung. Ne? Also diese Codelisten hier beinhalten Bestätigungen. Und hier haben wir die Ablehnung, wenn wir es sehen können. Die dritte Spalte ist die Ablehnung der Grundversorgungsanmeldung. Und da sehen wir, also das sind die Ablehnungs-Codelisten. Codelisten, wieder bei EDIAT Energy, einmal hochscrollen auf die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Habe ich hier schon mal aufgemacht. Und hier ganz einfach, wir kopieren uns mal für Strom die Zustimmung. Ne, einfach nur Copy-Paste, hier ins, also Copy und hier ins Suchfeld einmal reinpasten oben. Und schon finden wir hier die Bestätigung der EOG-Anmeldung. Also Ersatz- oder Grundversorgungsanmeldung, ja, Zustimmung, einfach so, Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungs- oder nicht bilanzierungsrelevanten Daten, ganz, ganz typisch wie auch jede andere Anmeldung im Markt. Und wer da schon reingeschaut hat, ne, die Ablehnung ist die direkt darunter, also scrollen wir einfach nur ein bisschen zu dieser hier, Ablehnung, Sonstiges, da muss dann reingeschrieben werden, warum nicht, Fristüberschreitung, geht also prozessual so nicht, schon stattgefunden. Jetzt ist hier bereits über einen anderen Weg der Prozess durchgelaufen. Doppelmeldung. Die Meldung ist wirklich zweimal geschickt worden. Doppelmeldung heißt, dieselbe Meldung ist identisch schon mal gekommen. Schon stattgefunden heißt eventuell, dass auch jemand anderes diese Meldung schon gemacht hat.
Also das ist immer eine wichtige Unterscheidung hier dahinter. Transaktionsgrund unplausibel würde heißen, das ist einfach kein Grundversorgungsfall, das ist kein Ersatzversorgungsfall, alles falsch. Oder hier, oder das könnte sagen, Ersatzversorgung wegen Einzug ist falsch, weil es ist eine Ersatzversorgung wegen Versorgerwechsel. Ja, das ist hier so der Hintergrund. Und dann ganz konkret Z30, Ablehnung, kein Grundersatzversorgungsfall. Hier sagt der Grund- und Ersatzversorger also, das ist gar keine Grundersatzversorgung, das ist eine ganz normale Belieferung. Und dann müssten zum Beispiel andere Prozessrahmenbedingungen eingehalten werden, also dann ist es ein klassischer Einzug, ein klassischer Lieferantenwechsel, der da laufen müsste. Oder dann so die mehr fachlichen Ablehnungen, weil es keine Eignung für eine Grund- und Ersatzversorgung gibt, weil zum Beispiel der Verbrauch zu hoch ist. Was der Hintergrund dafür vielleicht wäre, ist, Grundversorgung und Ersatzversorgung sind Verbraucherrechte, Verbraucherschutzrechte praktisch, könnte man sagen. Und ein Verbraucher ist nun mal ein Mensch. Vielleicht kann man je nachdem auch noch ein kleines Unternehmen dazu zählen, aber ein richtiger industrieller Verbraucher, der also wirklich viel, viel, viel mehr verbraucht, der hat kein Recht auf eine Grund- und Ersatzversorgung. Der kann natürlich trotzdem versorgt werden, aber muss sich das individuell mit dem Grund- und Ersatzversorger aushandeln. Der hat kein Recht auf die Form der Grund- und Ersatzversorgung. Deswegen sind ja diese Energiemengen angegeben. Das hat so den Hintergrund, dass dieses Verbraucherschutzrecht Grund- und Ersatzversorgung eben nur für, sagen wir mal, Kleinverbraucher gilt. Wir gehen aber nochmal zurück in diese Meldung. Was steht ansonsten also noch drin? Ne? Zusätzliche Informationen, da kann man frei was reinschreiben. Das wäre genauso ein Feld für Begründung, warum ist es eine Grund- oder Ersatzversorgung aus Sicht des Netzbetreibers und dann auch aus Sicht des Versorgers als Antwort zurück. So, Meldepunkt, also die Malo. Dann haben wir, ja, wann soll das nun laufen? Wann soll eine Ablesung stattfinden? Wann soll abgerechnet werden, auch Netznutzungsabrechnung durchgeführt werden, bla bla bla. Also die typischen Inhalte, die wir auch bei jeder anderen Anmeldung, bei jedem regulären Einzug, bei jedem regulären Lieferantenwechsel haben würden. Und damit läuft diese Meldung, die der Netzbetreiber an den Grund- oder Ersatzversorger schickt. Hier steht das drin, was der Netzbetreiber recherchieren konnte. Der hat allgemein natürlich Daten über den Zähler und was so dort nochmal so laufen würde. Das sind diese ganzen Felder, ne? Standardlastprofil und so weiter. Kann er alles angeben. Ist es ein Haushaltskunde im Sinne von Verbraucher oder kleines Gewerbe oder ist es kein Haushaltskunde, der eventuell trotzdem ein Recht hat auf Grundversorgung, ne? Und so weiter und so fort. Also hier kann man ein bisschen durchgehen. Und dann wird es irgendwann interessanter, ne? OBIS-Daten, bla bla bla, Schwachlastfähigkeit, also vieles nochmal rund um die Lieferstelle an sich. Und dann kommen wir prinzipiell auch noch, wenn ich jetzt nicht völlig blöd bin, zu den Angaben zum Kunden. Wandler. Zähler, Gerätenummer, Zähler, Smart Meter Gateway, Steuerbox, Gerätenummer, Lastprofil, Profildaten, Profildaten immer noch, Kunde des Lieferanten. So, hier gibt dann der Netzbetreiber an, was liegt ihm als Name vor. Und das kann es durchaus sein, dass er sagt, das ist Max Mustermann, wir wissen es also, oder es kann sein, dass er sagt, unbekannter Kunde. Und dann würde also, wie gesagt, hier der Versorger seine Quellen nehmen, die ihm so vorliegen. Das kann nun also sehr gut sein, dass er hier, wie gesagt, über eine Hausverwaltung oder einen Eigentümer da rangehen könnte oder dass er über die Post oder über das Ein- oder Meldeamt oder ähnliche Strukturen eine Recherche macht und dann herausfindet, was ist denn der Name? An wen können wir denn die Rechnung nachher schicken. So, das ist dann doch ein relativ langes Video dafür geworden, am Ende zu beschreiben, wie diese Zuordnung funktioniert, wenn denn wir uns selbst nicht melden beim Grundversorger. Es ist tatsächlich so, dass sobald wir den Lichtschalter anmachen, sobald wir Strom verbrauchen, sobald wir die Heizung anmachen, sind wir in der Grundversorgung, wenn wir uns nicht selbst um einen Versorgertarif gekümmert haben.
Aber wie es dann dazu kommt, dass der Grundversorger auch wirklich weiß, dass wir der Kunde sind, ja, das ist dann eben eventuell der Weg, dass der Netzbetreiber hinweist, hey, hier ist jetzt was, recherchiere mal. Und dann recherchiert der Grundversorger. Wir machen Ihnen das Leben natürlich ein bisschen leichter, indem wir uns proaktiv melden. Soweit also zu der Frage, wie das denn überhaupt funktionieren kann mit Grund- und Ersatzversorgung, ohne dass wir uns gemeldet haben. Alles klar. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, irgendwelche Ideen dazu, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten immer like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und geht gerne auf nnf.de, unser Lernportal, auf dem wir neben Blogbeiträgen und dem Newsletter und unseren E-Book-Produkten und unseren Videokursprodukten auch Termine für Seminare verschiedener Art haben, auch eine Buchung für euch als Stadtwerk. Könnt ihr einen Tag in dem Kalender auswählen, sagen, was wollt ihr für eine Schulung haben und dann auch schon mal reservieren. Alles klar. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.